So Leute, eine Sache möchte ich noch sagen. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich habe hier eine Jacke an. Es liegt aber daran, weil die gesamten Zugänge und so, die ich unten drunter habe und die Elektronik hier, mit der sie mein Herz überwachen gerade, die kriege ich jetzt nicht unter T-Shirt und Hoodie drunter. Deswegen habe ich einfach, ich bin hier drunter nackt, ich habe von der Jacke angezogen jetzt, als ich eine rauchen gegangen bin. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, drei Herzinfarkte gehabt, geht trotzdem eine rauchen. Ist aber so, ich rauche seit 36 Jahren und ich habe mich entschieden, jetzt Gebrauch zu machen von Nikotinpflaster und Nikotinspray und damit runterzukommen. Ich reduziere das auch, aber mir jetzt hier keinen Stress anzutun. Also die Herzinfarkte waren der Maximalstress fürs Herz. Und jetzt noch anzufangen, im Rauchen aufzuhören, da geht der Blutdruck hoch, kommt der ganze Hormonhaushalt durcheinander. Das ist vermutlich das Schädlichste, was ich machen kann. Ich meine, dieses Nikotin ist der einzige konstante Wert in 36 Jahren, den mein Körper hat. Neben Essen, Trinken und Luft. Und da wollte ich dem das jetzt nicht antun, jetzt hier ad hoc das übers Bein zu brechen. Deswegen rauche ich hier gerade eine draußen und habe hier das hier an. Was mir sehr wichtig ist, was ich irgendwie sagen möchte, ist, das Single-Sein ist scheiße. Es hätte mich gestern auch fast das Leben gekostet. Aber meine große Schwester hat es das Leben gekostet. Meine große Schwester Irene hat mit 47 Jahren, 2 Jahre jünger als ich jetzt bin, in ihrer Wohnung in Bonn einen Schlaganfall gehabt, während ich in Haft war. Ja, und da sie Single war und keinen Partner, Partnerin hatte und keine Kinder, die natürlich sofort gemerkt hätten, mit Mama oder so ist was nicht, oder mit meiner Frau, mit meiner Freundin ist was, stimmt was nicht, hat sie wohl den Schlaganfall gehabt. Ich weiß nicht, wie lange sie mit dem Tod gekämpft hat. Sie haben gesagt, es hätte schwer gegangen oder so, weil ich das eigentlich mir gar nicht vorstellen kann. Aber das Schlimmste ist, dass sie nicht mehr da ist. Und ich habe damals realisiert, dass wir Single wirklich in echter Gefahr sind. Deswegen, weil wir sind allein und uns ist nicht irgendwie eine Familie dauernd da, die uns seit Jahrzehnten kennt. Unsere Herkunftsfamilie, die eine, die wir gegründet haben. Und das habe ich gestern auch gemerkt. Ich habe gestern den zweiten von 3 Herzinfarkten gehabt. Nee, den dritten von 3. 2, die nicht entdeckt waren. Das war der dritte dann, der gerade entstand. Genau, ich hatte den zweiten gehabt, der dritte entstand gerade. Oder für die Ärzte hier war das einer. Und ja, ich bin jetzt nur auch wirklich kein Komplettidiot und so. Ich kann meinen Namen sagen, aber in dem Zustand, ich kam aus der Dusche, hab Schweißausbrüche gehabt, keine Kraft mehr in den Armen, in der Brust. Ich hab irgendwie im Vorbeigehen noch den Stuhl in der Toilette gelassen, sonst hätte ich mich auch eingemacht. Ich bin dann aufs Bett gefallen, das habe ich noch geschafft. Und dann konnte ich mich auch nicht mehr bewegen. Das Smartphone lag daneben, ich konnte aber den Notruf nicht wählen. Ich habe dann Hilfe geschrien. Soweit man das Schreien nennen kann, natürlich auch nicht so laut. Die Nachbarn haben es wohl nicht gehört. Nach 5 Minuten war es ein bisschen besser. Da konnte ich zumindest die Hand ausstrecken, nach dem Smartphone die 112 rufen, auf die grüne Hörnerertaste drücken. Dann habe ich die Feuerwehr dran gehabt, den Notruf, die Aufschrift auf dem Smartphone-Display, dass ich geortet werde. Und ich habe dann jemanden Telefonisten am Apparat gehabt, der meinen Namen wissen wollte, wollte, was passiert war, der wissen wollte, wo ich bin. Ich konnte ihm diese gesamten Sachen, die jetzt eigentlich eine Kleinigkeit wäre, normalerweise, da einfach nicht beantworten. Der Schmerz war massiv. Ich habe etliche Symptome nicht gehabt, Angst oder so habe ich nicht gehabt. Aber kaum. Das ist von anderen auch oft beschrieben worden, neben blauen Lippen und sowas, das habe ich alles nicht gehabt. Der Schmerz ist einfach so massiv da und vor allem fühlt man sich wie so ein nasser Sack.
so wo man die Lage ein bisschen ändern muss und dann ist die Flüssigkeit, das Blut in einem irgendwie wieder dran abzulaufen, aber immer wieder dazwischen diesen massiven Schmerz, der Versuch, sich daran zu erinnern, wie man heißt in dem Moment und diese Buchstaben zu einem Wort zu artikulieren, das konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht sagen, wie ich heiße, wo ich wohne, was passiert ist. Ich konnte nur noch, ich möchte es jetzt nicht nachmachen, das Wort Hilfe. Und das ging dann so 10 Minuten etwa wohl. Dann hat er irgendwie gesagt, dass er mich versucht zu orten, obwohl es auf dem Display schon die ganze Zeit drauf stand, so dass ich geortet werde. Mich hat dann später, sogar 5 Stunden später, die Polizei, 3 Stunden später die Polizei angerufen. Oder nee, 20 Minuten später, da saß ich schon im Rettungswagen, da hat dann der Sanitäter das Smartphone genommen, weil ich mit dem Beamten auch nicht reden konnte, es ging einfach nicht. Gefunden hat mich letztlich die Security bei mir im Haus, bei ihrem Rundgang morgens um 8.30 Uhr, da haben die Hilfe aufgehört, in die Tür aufgemacht und mir den eigentlich das Leben gerettet, glaube ich. Weil ich wüsste nicht, wie es ohne gewesen wäre. Also ich meine, ich habe gestern auch gehabt, dass ich hier ohne Behandlung hatte, nämlich ja entlassen, da hatten sie das gar nicht erkannt. Da habe ich auch 5 Minuten diesen Weg von hier nach da gehen können und da bin ich fast zusammengebrochen und wieder zurückgelaufen. Und hab denen gesagt, hier, ich hab irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht, ich hab denen das erzählt mit dem Geigerzähler, vielleicht habe ich ein bisschen was abgekriegt als Laie, keine Ahnung was. Weil sie sich eben auch nicht auskannten hier mit Radioaktivität, haben sie deswegen Blut abgenommen und das war ein Zufallsbefund. Dann eben festgestellt, nee, nichts mit Verstrahlung und so, alles im gelben Bereich zumindest. Aber dieses Protein für einen Herzinfarkt, definitiv in dem Bereich, wo man einen hat. Und dann ging es dann schnell, dann bin ich dann hier ein paar Meter weiter, hatten die schon den OP von der Kardiologie. Ja, und dann bin ich operiert worden, 90 Minuten lang. Und ich habe es jetzt zwar überstanden, aber die Gefahr war, weil ich eben auch alleine war. Ich weiß jetzt nicht, wie weit mein Herz Schaden genommen hat. Ist ja auch immer so, dass man im Herzinfarkt soll man wirklich schnell handeln, weil das Herz ja selber keine Nährstoffe kriegt in dem Moment. Es hat wohl auch was abgekriegt. Und auch da schon mit Familie, nicht der Single, sondern mit Familie, wäre das nicht passiert. Deswegen ist für mich an jeden da draußen, der das sieht, das sind echt nicht viele Personen, weil ich habe nicht viele Follower, aber ich möchte es hier ins Internet stellen. Ey Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Single seid und die Möglichkeit habt, ihr habt euer Herzblatt oder aus irgendeinem Grund eine Motivation, zusammen durchs Leben zu gehen oder tatsächlich zu heiraten, dann macht das. Ja, auch heiraten. Also wir haben in der Schule definitiv Unsinn gelernt. Mit 18 Jahren bist du volljährig, war ich auch, kann man in die Kneipe gehen oder wenn man Bock hat, ins Bordell, das war's. Den Vertrag unterschreiben. Ja, toll. Aber tendenziell, wenn man nicht geheiratet hat, also auch an die Leute, die zum Beispiel mit ihrem Elternhaus vielleicht im Streit leben, gibt ja auch so einige, das ist bei mir, bei meinem Schiefelternhaus so gewesen. Ne? Mein Schiefvater ist jetzt tot, deswegen bin ich ja nicht mehr mit ihm im Streit. Da ist es so, dann sind die, weil man nicht geheiratet hat, selbst wenn man mit denen im Streit ist, im Zweifelsfall, wenn irgendwas passiert, man zusammenbricht, im Krankenhaus landet, irgendjemand behauptet, man ist durchgeknallt oder behauptet, man hat Straftaten gemacht oder wenn man stirbt, dafür zuständig, was mit einem passiert. Man ist tatsächlich, das ist juristisch so, erst dann richtig erwachsen und unabhängig, wenn man geheiratet hat. Volljährigkeit und Heirat. Und ich rate jedem da draußen, den Fehler, den ich gemacht habe, mich gegen Beziehungen, Ehe, Kinder zu entscheiden, das nicht zu tun. Nicht nur, dass die Lebensqualität unterm Strich dann, wenn man älter wird, spätestens und nicht mehr so attraktiv ist, nicht mehr so toll ist, es ist auch lebensgefährlich. Und deswegen lohnt sich aber und macht Spaß. Deswegen mein Rat an jeden, Leute, wenn ihr Single seid,
und denkt auch daran, vielleicht in eine Beziehung länger zu gehen oder sich zu verloben oder zu verheiraten, Leute, macht es. Auf jeden Fall.